Mein Tipp. Mein Name fängt mit H an und gelegentlich singe ich auch. Heino! Sagen Sie mal, ja? Sind Sie nicht, ich meine, ja. Sie sind ja, doch... Ja, ja, ja. Sie sind doch der... passen Sie auf, sehen Sie nach vorne. Ja. Kann sie im Moment nicht unterbringen. Meine Anfangsbuchstaben sind H-J. Klar. Hier ist das Johannes. Harajunke. Junke. Ich habe dir geahnt, dass der heutige Tag nicht gut endet. That's life. Doch mir ist es einerlei. April, da ist man oben und down im Mai. Doch ich bleib nie ganz im Dreck. Wenn der Juni kommt, kommt auch mein Comeback. Ich trag das Leid. Ein Berliner Original vom Feinsten und ein Entertainer par excellence. Er hat einfach alles gemacht, was man auf der Bühne und vor der Kamera machen kann. Der konnte die Leute in den Bann ziehen. Ich war ein Bettler, ein Playboy, ein Söldner, ein Spieler, ein Clown und ein Kind. Ich war hoch und tief, der Teufel nur weiß, wie ich's fertig bring. Das Problem war eben der Alkohol. Was der alles geleistet hat, dann verzeiht man ihm die paar Eskapaden mit Leichtigkeit. Er war mit Leib und Seele Schauspieler. Er liebte und brauchte sein Publikum und war süchtig nach Applaus. Wer in Deutschland in der Nachkriegszeit hatte diese Vielseitigkeit? Er war lustig, er konnte Pointen servieren, er konnte Sketche vortragen, er konnte auch als Alleinunterhalter, er konnte alles. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Er ist ein Mann für alle Fälle. Ich kann ein Snob sein und sehr ironisch, kann bärisch grob sein und auch ganz dämonisch. Und dann verfallen sie mir auf der Stelle. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Er war sehr komödiantisch, konnte auch ernst sein. Das war überhaupt das Hervorstechende an ihm, dass, obgleich er witzig sein konnte und Pointen servieren konnte, er hatte immer doch ein kleines bisschen Bitterkeit dabei, ein bisschen Sarkasmus. Das machte auch eine Qualität bei ihm aus. Oh, lass doch bimmeln. Ein Mann für alle Fälle? Ja, aber natürlich gern. Oh, Herr Engelmann, ich habe Sie gar nicht gehört. Das Telefon auch nicht. Doch, ich wollte gerade rangehen, aber Sie waren schneller. Ich habe Herrn Dornbusch mal alles gezeigt. Alles? Die Räume, meine ich. Er muss doch Bescheid wissen. Schließlich arbeitet man ja zusammen. Natürlich. Man sieht Sie ganz deutlich. Was? Na, die Berührungspunkte. Oh, ich persönlich fand ihn sogar als ernsten Schauspieler viel besser noch als Komödianten. Ob der Stonk gespielt hat oder den Fallada, ne, den Trinker, oder den Hauptmann von Köpenick. Also er war schon sensationell. Da hat man überhaupt erst mal sein großes Talent überhaupt erst mal sehen können. Verdammt nochmal, wer scheißt denn da so lange? Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Dann werden Sie auch gelernt haben, sich zu beherrschen. Wo haben Sie gedient? Beim 6. Schlesischen Infanterieregiment Prinz Joachim Albrecht, 1. Bataillon, 3. Kompanie. Warten Sie mal einen Moment. Diesmal kommen Sie mal her. Holen Sie mir mein Paket da raus und bringen Sie es zur Handgepäckaufbewahrung. Ich komme nach. Marsch! Jawohl. So, jetzt können Sie austreten, aber das nächste Mal nehmen Sie sich ein bisschen zusammen. Jawohl, Herr Hauptmann. Moin! Er war ja unheimlich wandlungsfähig und das war Intuition bei ihm. Er hat ja nicht lange darüber nachgedacht, wie spiele ich das. Das war halt auch seine Begabung. Und ja, der Trinker, das war die größte Herausforderung seines Lebens. Er hat alles gegeben, er hat sich so hineinversetzt. Das war unglaublich.
Warum weint sie denn, die Magda? Weil der böse Erwin wieder etwas getrunken hat? Hm. Er hat doch viel mehr gemacht. Weil er eine Frau kennengelernt. Eine Frau! Eine Königin! Die Königin des Korns hat er kennengelernt, der Erwin. Jetzt geht er seinen eigenen Weg und prompt fällt er. Er fällt ganz tief, bis er ganz unten ist. Aber auch ganz unten, Magda, lässt sich's leben. Auch ganz unten fühlt man Schmerz und Freude, Lust und Leid. Genau wie oben. Du glaubst gar nicht, wie schön es ist, sich fallen zu lassen. Ins Nichts. Immer tiefer ins Nichts. Es ist so, dass er nicht, weil er gesoffen hat, den Säufer so gut gespielt hat. Das geht nicht. Sonst könntest du ja keinen Mörder spielen, ohne dass du einen abmuckst, damit du den Mörder richtig spielst. Nee, nee, das meine ich nicht. Das musst du können. Einerseits war er der glaubwürdige, als Rolle, der glaubwürdige Trinker. Und andererseits war er der glaubwürdige Grand Seigneur im Zylinder mit weißem Schal, im Frack. Also das ist schon eine große Palette, eine große Bandbreite, die er verkörpert hat. Sie wissen, meine Damen und Herren, ich singe gern. Und am liebsten singe ich Lieder, in denen ein bisschen auch von mir selbst steckt. Das Positive, naja, das andere. Ne? Oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir nen Frack zu oder komm ich vor Gericht? Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Nie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Er war in seiner Art letztlich einzigartig. Sowohl was er in der Unterhaltung geboten hat, als Sänger geboten hat, als Schauspieler geboten hat. Und er hat eine ganze Dekade oder mehrere Dekaden von Fernsehen geprägt. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir einen Fack zu oder komm ich vor Gericht? Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir einen Fack zu oder komm ich vor Gericht? Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Nie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Nie die goldene Mitte. Nie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Er war ein Mann des Volkes. Ich saß einmal mit ihm im Taxi in Berlin, habe ihn vom Flughafen abgeholt und bin mit ihm nach Haus gefahren, in die Lassenstraße. Und der Taxifahrer hat sich umgedreht zu uns. Wir saßen hinten im Fond und hat gesagt, Harald, wir lieben dich. Sind Sie verheiratet? Verheiratet? Ich nein. Wieso? Ja, und was hat Sie daran gehindert? Doch keine grundsätzlichen Erwägungen. Oh, nein, nein. Sie sehen doch gut aus. Besten Dank, aber es hat sich einfach nicht so ergeben, wissen Sie? Sie sehen sogar sehr gut aus. Und Sie sind sympathisch. Was wichtiger ist als Aussehen. Oder legen Sie Wert auf gutes Aussehen? Nee, das finde ich auch. Ich meine, Sympathie ist viel wichtiger. Gefällt mir, dass Sie das sagen. Er war der Liebling der Bevölkerung. Und das hat er durchgezogen. Ich glaube gar nicht vom Intellekt, sondern einfach von seinem ganzen Gefühl. Taxe 32, Taxe 32, melden Sie sich doch. Wo sind Sie denn? Taxe 32, Taxe 32, melden Sie sich doch endlich. Wo treiben Sie sich denn rum? Es gibt ja in Berlin die Anekdote, dass die Taxifahrer für ihren Personenbeförderungsschein, also auch die Adresse, die Privatadresse von Harald Juntke kennen mussten, sonst hätten sie die Prüfung nicht bestanden. Ich glaube, ich bin schon mit 100 Taxifahrern gefahren, die auch mit Harald Juntke mal im Taxi gefahren sind. Taxi
Taxe 32, Taxe 32, zum Teufel, melden Sie sich doch endlich! Ich bin mit Harald Juhnke tatsächlich mal über den Kudamm gegangen. Und das war schon irre, wie die Leute auf ihn reagieren. Und auch, wie freundlich er auf die Leute reagiert. Jetzt fährt der auch noch rechts rüber, das gibt's doch ja nicht. Ohne abzuwinken. Harald war, heute würde man sagen, authentisch. Ja? Er war einer von uns. Er war bescheiden, liebenswürdig, kumpelhaft. Er hatte was sehr Kumpelhaftes auch und einen herrlichen Humor. Ja. Ich glaube, er hatte einen sehr, sehr engen Draht zu seinem Publikum. Ein sehr enges und auch direktes Band, das durch keine Schlagzeile der Welt zum Einsturz gebracht wurde. Warte mal, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie nicht Schauspieler? Ich kenne Sie doch, warte mal. Sind Sie nicht der, ist auch egal. Ich war ja auch mal Schauspieler. Ja. Habe ich aber schnell wieder aufgegeben. Das war die Hölle, sag ich. Die reinste Hölle. Wem sagen Sie das? Das sind Leute wie du und ich. Sie leben heute wie du und ich. Sie teilen deine Freuden und auch deine Sorgen. Sie haben Mut und manchmal etwas Angst vor morgen. Irgendwo haben wir mal gesessen in der Kneipe und gewartet, dass die Sonne scheint oder so, weil wir draußen gedreht haben. Die Leute, oh, Harald ist hier, und haben also schon draußen rangeschrieben, heute dreht hier Harald Juhnke. Das war für die Leute, er war so beliebt, es kannte ihn jedes kleine Kind. Harald Juhnke stammte in der Tat aus einfachen Verhältnissen. Ob das jetzt arme Verhältnisse waren, das war das Schicksal von Hunderttausenden von Menschen in dieser Stadt, gerade nach dem Krieg. Das hat er auch nie vergessen und das spürten die Menschen auch. Er war einer von ihnen, er war einer von uns. Und das hat ihn ausgezeichnet. Und er war stolz darauf, dass er sich hochgearbeitet hat. Und er hat auch immer Respekt davor gehabt und war nicht abgehoben. Ich wäre ja beinahe im Theater auf die Welt gekommen. Und zwar 1929 wurde ich geboren, am 10. Juni, ich bin glaube ich früh geboren, also am 9. Juni waren meine Eltern im Schauspielhaus und haben Kortner gesehen als Richard III. Und das hat mich wahrscheinlich so erschrocken gemacht, dass also die Wehen anfingen und meine Mutter mussten in der Pause das Theater verlassen. Mein Vater war bei der Polizei, Büro Angestellter, und bin am Gesundbrunnen groß geworden im Bezirk Wedding und war auch Hitlerjunge, wie das damals so sein musste. Mein Berufswunsch war eigentlich, es war die heroische deutsche Zeit. Ich wollte natürlich Soldat werden. Ich wollte zur Luftwaffe. Ich war erst im Jungvolk, dann in der Flieger HJ, fand das alles toll. Also wir waren richtig Diktaturkinder, nicht? Dann kamen die letzten Kriegsjahre, dann wurden wir alle zum Schanzen und in die Tschechei verfrachtet, die ganzen Schüler. Und als ich dann wiederkam, haben wir dann eigentlich so ein, wie man so sagt, ein Notabitur. Aber das war kein Abitur. Da hatte ich eine Freundschaft mit Jo Herbst und der schenkte mir das erste Mal 2 Theaterkarten. Ich war überhaupt noch nicht im Theater. Und da sagt er, geh doch mal hin, guck da mal an, Romeo und Julia, ganz fein, vornehm im Deutschen Theater. Mit Antje Weisgerber und Horst Kasper. Und das war ein Abend, der mein Leben verändert hat. Ich habe plötzlich, ich wusste gar nicht warum, es hat mich derartig aufgeregt, da unten zu sitzen und da oben Leute agieren zu sehen und zu sehen, wie jemand liebt, wie der andere den hasst, diese Kämpfe, die Tybalt denn mit Romeo hat. Und das fand ich ganz toll. Die Tür geht auf, du kommst herein. Und schon ist heller Sonnenschein, du brauchst gar nicht zu sagen, denn ich spür es auch so. Ich schau dich an, du schaust mich an, nimm dich in Arm, nimmst mich in Arm und schon ist uns so wohl und warm, du brauchst gar nicht zu sagen. So in den 50er, 60er Jahren, als ich ihn kennenlernte,
war er einfach ein Sonny Boy. Ein charmanter, netter, gut aussehender, lustiger Schauspieler. Was ist denn? Nicht bewegen, nicht draufschauen. Was ist denn los? Ihr werdet's nicht glauben, sie steht da oben hinterm Fenster und lächelt mir zu. Was? Bonjour, Annelie Annelou. Annelie Annelou, du bist die Allerschönste. Annelie Annelou, keine ist so schön wie du. La 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 la. Schenke doch ein Rosé. Wusstest du denn nicht, dass ich dich schon lange ehre? Weil ich ohne dich gar nicht lebensfähig wäre. Harald Juhnke, der Frauentyp. Jawohl, war er. Der sah ja gar nicht so gut aus, wenn ich das mal anmerken darf. Aber der war einfach eine unglaubliche Type und eine Erscheinung. Und er war einfach ein eleganter Mann. Er war so gesprächig, liebevoll, charmant, ein Gentleman. Ja, wie es sich so gehört. Mein Typ war er nicht. Aber ich glaube schon, dass er ein Frauentyp war. Das hat auch mit seiner Bekanntheit zu tun, nicht? Also Erfolg ist ja auch sexy. Ja, also Erfolg macht ja sexy, ne? Was machen wir jetzt? Wir können ja schon mal abrechnen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Moment, 1.20 Uhr. Ab 22 Uhr Nachttarif. Vergessen Sie das nicht. Keine Angst, Engelmann denkt an alles. 17.30 Uhr bis 22 Uhr, 22 Uhr bis 1.20 Uhr. Zahnputzgläser, Kopfkissen. Darf ich mal? Marion, wir liegen schon im Bett. Dann kann ich ja reinkommen. Nein! Augenblick! Los, rein! Jetzt könnt ihr kommen. Mir ist eben eingefallen, du bist ja morgen früh schon weg. Und ich habe mich noch gar nicht richtig von dir verabschiedet. Ach, süß, wie ihr da liegt. Du hast ja gar kein Pyjama an. Oh, entschuldigt. Ich wollte euch nicht stören. Ich mache auch ganz schnell. Wiedersehen, Frank. Er hat natürlich viel geflirtet und war charmant, aber ich glaube, er ist keiner, der, wie man so schön sagt, eine Menge Frauen umgelegt hat. Ich glaube, dafür war er auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit seinem Beruf. Unglaublich. Sie lassen sich einfach küssen. Was sollte ich machen? Ich konnte mich ja nicht wehren. Mir sind ja sozusagen die Hände gebunden. Sie haben überhaupt keinen Grund, mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Sie haben doch... Worüber lachen Sie denn? Entschuldigen Sie, aber es ist wirklich das erste Mal. Ich habe noch nie eine Dame im Bett gesiezt. Ich finde das gar nicht komisch raus. Ja, ich gehe ja schon. Aber ich möchte eins feststellen. Sie haben mich als Ehemann engagiert. Liege ja nicht zu meinem Vergnügen, tue nur meine Pflicht. Dafür werden Sie ja bezahlt. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Wir müssen ja noch abrechnen. Er hatte ja so eine gewisse Grandessa. Und wenn Frauen, so wie ich auch, auf elegante Männer stehen, da gab es eigentlich wirklich niemanden, den ich jetzt vergleichbar mit dieser schlachsigen Eleganz kenne, ich keinen anderen. Und er war ein Frauentyp, ja. Und er hat auch ordentlich Frauen vernascht. Ich möchte wissen, was Sie machen würden, wenn ich Sie jetzt einfach in meine Arme nehmen würde. Das würde mich auch interessieren. Tun Sie es doch mal. In den 50er Jahren genießt Harald Juhnke seine ersten Erfolge auf der Bühne und vor der Kamera. Er findet sein Glück mit der Prima Ballerina Sybil Werden. Hochzeit im Frühjahr 1952. Die Beziehung der beiden wird durch den frühen Tod der kleinen Tochter Barbara stark belastet. 1956 kommt Sohn Per zur Welt, aber die Ehe zerbricht.
Harald Junke stürzt sich weiter in die Arbeit. Ich kannte ja auch die allererste, die Sibylle Verdon. Da waren ja noch so Gesellschaften, da hat er Gesellschaften gegeben und da wurden Einladungen gemacht. Er war nie dabei, er hat immer gearbeitet. Der war auch ein Suchender oder irgendwie auch im Punkto mit Freundinnen. Er hat ja dann auch die Baxevanus, mit der er, glaube ich, 8 Jahre zusammengelebt hat. Ich muss sie erobern. Was wollen Sie? Sie erobern. Ich verstehe immer erobern. Aber Sie verstehen ganz recht. Seit 3 Wochen versuche ich mit großer Mühe, Sie zu sprechen. Nie war möglich. Immer mit anderen, eine ganze Menge anderen. Und immer zu tun mit dies, mit das. Und keine Zeit, von mir zuzuhören. Aber jetzt müssen Sie mir zuhören. Seit 3 Wochen, ich will Sie sagen, ich liebe Sie. Und Sie müssen sein, meine Frau. Mit Baxi war eine große Liebe. Mit Höhen und Tiefen jeder Art. Ja, ich liebe Sie, Miss Evie. Miss meine ganze Herz. Nur deshalb habe ich das gemacht mit Sie. So, damit wäre alles gesagt. Im Schauspiel haben die sich super vertragen. Die haben ja nur zusammen gespielt. Das ging ganz fantastisch. Die haben alles zusammen gespielt. Im Schauspiel war da keine Konkurrenz oder so. Die waren ja nicht verheiratet, aber lebten wie verheiratet zusammen und haben viel Krach miteinander gehabt und haben sich viel geliebt, waren toll auf der Bühne. Heiraten wir? Sie haben einen aufregenden Vormittag hinter sich. Wollen Sie mich heiraten, ja oder nein? Ich habe eigentlich noch nie so richtig darüber nachgedacht. Aber wenn ich jemals ans Heiraten gedacht habe, dann war Betty meine Sekretärin. Sind Sie mit ihr verlobt? Das nicht, aber... Also sind Sie frei, dann ist ja alles in Ordnung. Jeder Krach, den wir hatten, und wir hatten oft Krach, am nächsten Tag haben wir das mit rein, in das Stück rein. Nicht? Wenn sie ganz harmlos im Stück sagen soll, wo warst du eigentlich gestern Abend noch? So hätte sie fahren müssen, wenn wir nun gerade, wo warst du eigentlich gestern Abend noch? Ich sag, lass das. Und dann habe ich also mit ihr ein total anderes Stück gespielt. Das war die Sturm- und Drangzeit, 10 Jahre mit der Griechin. Und die Teller sind geflogen und die Tassen sind geflogen und das war im Griechisch. Ja, ich weiß, Ihr Herz ist ganz in Ordnung. Nun merken Sie nicht, dass ich jetzt viel ruhiger kann sprechen über alles? Naja, so ruhig. Ach, das finden Sie nicht? Sie finden, ich bin nicht ruhig? Sie finden, ich bin aufgeregt? Ich bin überhaupt nicht aufgeregt! Und wissen Sie warum? Weil ich eben festgestellt habe, dass ich Sie gar nicht liebe. Was? Nein, ich habe gemacht ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Spaß. War ja sehr komisch. Haha! Ich muss jetzt noch über Sie lachen. Haha! Der wollte... immer jemanden, auch wenn er nicht auf der Bühne war, brauchte er jemanden, der zumindest ihm ein Gefühl gab, des, ja, was sagt man, unter des untergekommenen Seins, also des Beschütztseins vielleicht sogar. 1970, ich spielte zu der Zeit im Renaissance-Theater in einem Stück mit Victor de Cova, Gastspiele und Liebe. Konnichiwa. Ikanga deska. Danke, es geht mir gut. Und im Sommer, im August, kam Harald in dieses Theater, aber als Zuschauer im Parkett saß er. Am nächsten Tag, als ich in meine Garderobe kam, stand auf meinem Platz ein riesiger roter Rosenstrauß. Am nächsten Tag und übernächsten das gleiche Prozedere. Und meine Kollegen feixten schon. Der Harald hat's drauf, der weiß, wie man eine Frau erobern will, wenn man sie mag. Mein gnädiges Fräulein, mein Name ist Brown. Ich bringe aus Texas was mit für die Frau. Das Größte vom Größten, das Letzte an Schein. Und das bring ich ihm. Er war so liebevoll, ist er mit mir umgegangen. Und dann, ich hatte schon Angst, weil ich musste im Mitte September eine 3-monatige Tournee antreten mit dem Stück und Victor de Cova. Und Harald spielte hier Lilium. Also schrieben wir uns mindestens 3 Liebesbriefe in der Woche. Komm auf die Schaukel, Luise. Es ist ein großes Pläsier. Du fühlst dich wie im Paradies und zahlst nur einen Groschen dafür. Wir waren, es war so vertraut und wir waren so, es war eine magische Anziehungskraft herrschte zwischen uns. Liebe auf den ersten Blick und dann nimmt alles seinen Weg. Das kannst du gar nicht mehr steuern.
stellen sich eine ideale Beziehung zu einer Partnerin vor? Die ideale Beziehung ist für mich, wenn aus einer Liebe im Laufe der Jahre die Liebe sich vertieft und auch eine Lebensgemeinschaft, eine Kameradschaft wird. Dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man eigentlich alles im Leben miteinander teilt. Klingt wunderschön. Kann eine Frau sich auf Sie verlassen? Im Großen und Ganzen, ja. Was heißt im Großen und Ganzen? Im Großen und Ganzen, naja, also immer jetzt bin ich ja in einem Alter, da wird man ja ruhiger. Als junger Mann habe ich auch schon Paarungen gehabt, wo man dann nun nicht unbedingt so ganz treu war. Aber man konnte sich immer auf meine Hilfe verlassen, wenn man sie braucht. Ich finde das schon ganz wichtig. Dein Schweigen bringt mich um. Solange es Pillen gibt, wirst du schon irgendwie überleben. Mein Gott, das war doch gar nichts. Meine Beziehung zu Frau Rothe ist ausschließlich beruflicher Natur. Ja, ich weiß. In den letzten 10 Produktionen hast du schätzungsweise ebenso viele Talente betreut. Das ist nicht wahr. Entschuldigung, den Zeichentrickfilm ziehen wir ab. Aber mir graut schon vor deinem ersten Kinderfilm. Wir haben den ganzen Abend nichts anderes. Bitte keine Details, ja? Und merk dir eins, keine Flittchen auf der Gehaltsliste. Was soll das heißen? Dass ich nicht im Traum daran denke, deine Affäre auch noch durchzufüttern. Die Studios gehören mir. Auf dem Papier. Du hast versprochen, dich da rauszuhalten. Und du hast eine ganze Menge versprochen, als ich dir die Studios gekauft habe. Damals wusstest du noch, was die Mark wert ist. Jeder kennt den Wert dessen, was er nicht besitzt. Meine Eltern hatten nun mal keine Zahnpastafabriken. Ich weiß um deine schwere Kindheit. Aber dass ich sie mein Leben lang aufarbeiten muss, das hättest du mir vor der Hochzeit mitteilen können. Er war ein Workaholiker, das heißt, das war sein Leben, sein Beruf. Und alle haben ihm dafür den Rücken freigehalten und haben ihn das Liebste machen lassen, was ihm das Liebste im Leben war. Er hat sich ja nur für diesen Beruf interessiert. Man konnte sich mit ihm ja über bestimmte Themen unterhalten, aber er ist nicht lange bei Themen gewesen, die nichts mit dem Beruf zu tun hatten. Und ihn hat letzten Endes nichts anderes interessiert als die Schauspielerei. Er wollte am liebsten morgens und nachmittags Filme drehen, am 20 Uhr auf der Kudamm Theaterbühne stehen und um Mitternacht noch eine Mitternachtsshow in einem Berliner Hotel. Das war sein Tagesablauf, so wie er ihn sich gewünscht hat. Meine Damen und Herren, ich melde mich hier von der großen Mitternachtsparty hoch über den Dächern von New York. Vor mir steht Gino Tagliavelli, einer der gefragtesten Stuntmen des internationalen Films. Ja. Der Mann, der für die großen Actionstars die halsbrecherischsten Kunststücke ausführt. Ja, immerhin. Mr. Tagliavelli. Alles Gute, meine Damen und Herren, und alles Gute zu Weihnachten und zum Muttertag. Sehr nett. Entschuldigen Sie, Mr. Tagliavelli, ich habe den Eindruck, Sie sind betrunken. Betrunken? Ich bin besoffen, Mensch, stockbesoffen. Um Himmels Willen, in wenigen Minuten sollen Sie Ihren weltberühmten Todessprung vorführen, da können Sie doch nicht betrunken sein. Ja, aber nüchtern würde ich doch nicht runterspringen, da müsste ja besoffen sein, wenn ich das täte. Das Problem war eben der Alkohol. Da hatte er eine Abhängigkeit, die er logischerweise nicht beherrschte. Und das hat ihn auch beeinträchtigt. Es ist eine Tragödie, dass er diesem Gift verfallen ist. Ich weiß nicht, was ihm da gefehlt hat, aber das war leider ein Teil seines Lebens. Ich habe nur immer gemerkt, er trinkt gar nicht viel. Die Leute haben immer gesagt, dass der trinkt so wahnsinnig, er konnte nur nichts vertragen. Wenn er was getrunken hatte, brauchte er ganz wenig und er war betrunken. Wenn es immer heißt, Junke trank nur Champagner, das stimmt ja überhaupt nicht. Das war vollkommen egal. Wenn der in der Phase war, dann war das vollkommen egal, was er trinken konnte. Da konnte das ein billiger Wein sein, genauso wie ein Wodka oder ein Bier. Und er hat ja nichts vertragen. Das war sein Problem. Der konnte ja auch nicht kontrolliert trinken. Ich esse, ich rauche. Ja, ich auch. Es ist hoffnungslos. Trinken Sie? Nur wenn man mir etwas anbietet, ne? Einen Augenblick. Ich habe eine wahre Köstlichkeit im Haus. Rum aus Jamaika, 80%. Na, hervorragend. So, bitteschön. Hervorragend, ja. Aber für uns beide das reine Gift. Prost. Alkoholismus ist eine Erkrankung,
Und wir wissen ja teilweise heute auch, dass sie biologisch bedingt ist, dass das eine genetische Disposition ist. Und dazu gehörte sicherlich auch er. Das hat sein Leben lang begleitet. Das gehörte zu ihm dazu. Man darf auch nicht den Eindruck haben, Harald Juhnke wäre 365 Tage im Jahr besoffen gewesen. Es gab Zeit, da hat er 2,5 Jahre am Stück den Alkohol komplett gemieden. Nur wenn er getrunken hat, dann war es halt heftig. Ihre Schwester ist nervös. Äußerst nervös. Sie hat auch gleich mit einer heftigen Tirade losgelegt über ihr Trinken. Meine gute Vita, meinetwegen sollte sie sich nicht aufregen. Ich werde dir das schon sagen, überlassen Sie das nur mir. Eben, Sie nehmen ab und an mal einen Drink, wie jeder von uns. Also, wenn Sie mich so fragen, ich hätte ganz gern einen gleich jetzt. Zu Hause hat er prinzipiell nicht getrunken. Ich musste auch keine Flaschen verstecken. Wenn er getrunken hat und abgestürzt war, dann wusste ich, als er nicht nach Hause kam, nach einer Stunde, es ist wieder passiert. Er hat ja auch oft bei mir, das wusste dann nicht die Zeitung, bei mir sich ausgenüchtert, wochenlang. Hat er bei mir auf dem Sofa gelegen und während einmal ich für ihn seine Rolle gespielt habe, hat er mir sogar den Text abgehört. Das wusste man nicht. Ich soll jetzt rüberkommen, hör mal, ich habe den Kopf wie eine Eckkneipe, ich muss sofort wieder ins Bett. Hör jetzt, ich soll rüber, hör auf, du bist auf dem besten Wege, mir die Erinnerung an eine großartige Party zu zerstören. So, Applaus. Das gespielt, das Betrunkene für den SFB hier. Wie er mit der Erkrankung umgegangen ist, darüber kann man sich streiten, aber das war seine Erkrankung. Er hat teilweise damit kokettiert. Ich habe immer ihm geraten oder auch andere, dass er da mal, wenn da mal wieder sozusagen ein Absturz war, in Anführungsstrichen, dass man gesagt hat, dass er erstmal Gras drüber wachsen lassen soll. Aber dann meinte er manchmal, er müsste sich jetzt dazu äußern in der Presse. Also Sie haben auch erwähnt, damals, wie die ganze Presse vollstand, Harald Juhnke hat zu viel getrunken, dass Sie es im Grunde der Presse erzählt haben. Ja, ich bin nicht hingegangen und habe angerufen und habe gesagt, hilf mir, ich bin besoffen. Sondern ich habe dadurch, dass ich die Vorstellung abgebrochen hatte und also weggefahren bin, am nächsten Tag dann, ich weiß nicht mehr, wo das war, in welcher Stadt, ich glaube in Köln, dann eine Art Pressekonferenz gemacht, habe abgewartet, bis sie alle da waren. Und habe dann gesagt, das und das ist passiert und ich stehe dazu und so ist es. Ich habe das nicht versucht zu entschuldigen, was man ja auch kann. Man kann also doch dann sagen, ja, ich bin gerade in einer fürchterlich schwierigen Phase oder nicht, mir ist was Furchtbares passiert. Das war ja nicht der Fall. Was mir passiert war, war nur meine Bekanntschaft, meine dicke Freundschaft mit dem Alkohol. Nicht? Sonst wäre mir ja nichts passiert. Ich glaube, dass die Alkoholkrankheit von Harald Juhnke unterm Strich wirklich unser gesellschaftliches Bild von Alkoholkranken sehr geprägt hat. Ich glaube wirklich, dadurch, dass eine Öffentlichkeit auch dafür hergestellt wurde, hat der Harald Juhnke und hat die Susanne Juhnke ganz vielen Menschen geholfen. Also einfach in dem zu sehen, bei denen ist das tatsächlich auch so, bei den berühmten Leuten. Blake? Ja, Crystal? Blake, wie kommen wir hierher? Nun, Juhnke macht's möglich. Wer ist Juhnke? Ein toller Mann. Warum ist er denn nicht in unserer Serie? Die Bur-Lizenzen in Nordflensburg. Du hast sie nicht bekommen? Professor Brinkmann hat sie mir abgejagt. Jetzt kann ich Juhnke nicht mehr bezahlen. Aber Professor Brinkmann ist doch ein Chirurg. Ha, da kann ich nur lachen. Er ist genauso wenig Chirurg, wie ich der Juhnke bin. Blake, aber ich bin deine Frau. Ich halte zu dir. Blake, erkennst du mich nicht? Ich bin deine Frau. Ich überlege eben, ob ich wieder mal mein Gedächtnis verloren habe oder in der Folge bin, wo ich nicht sehen kann. Blake, ich bin's. Küss mich. Harald Juhnke hat vor allen Dingen auch immer wieder Neues gewagt. Und er hat ganz unterschiedliche Sachen gewagt und probiert. Also er war beispielsweise mit Grit Böttcher, das verrückte Paar, eine der ersten Sketch-Comedy-Shows im deutschen Fernsehen. Das war richtungsweisend damals.
Na, wer wohl? Ich bin's. Ach, da ist er schon, unser Superstar. Eitler Fatzke. Aber lieber, kommen Sie doch herein. Guten Abend, Verehrte. Na nu, man hat Ihnen ja die kleine Garderobe gegeben. Immerhin, dieses Haus verfügt nur über eine große und die braucht man eben für die größeren. Sollte ein kleiner Scherz sein. Er war immer sehr freundlich und sehr lieb und total unkompliziert und überhaupt nicht Star. Das hat er nie gemacht, er hat nie den Star raushängen lassen. Er hatte überhaupt keine Macken, er hatte keine Marotten, er hat nicht irgendwie Frauen schlecht behandelt. Er war immer sehr chevaleresk, er hat immer zum Beispiel beim Drehen gesagt, komm, mach du deine Birne nach vorne, mich wollen sie ja nicht sehen. Er war sehr uneitel beim Drehen. Ich bin ein Wunder an Präzision, keine Erregung, bis gleich. Der ist schon in der Garderobe schlecht. Naja, immerhin eine Riesenchance für mich als Anfängerin, gleich mit Ihnen spielen zu können. Wie Sie... Ah! Ja, wo bleiben Sie denn? Mein Haftschal. Was? Sie trägt Haftschal. Nein, sie muss raus. Ja, aber ich kann doch sonst nicht sehen. Wir haben das zusammen erfunden. Und zwar nicht der eine hat eine Meinung und der andere hat eine Meinung, sondern wir haben oftmals die gleiche Meinung gehabt, wie wir das machen. Mein Großer... Deine Stimme, so voll Metall, und dein Gesicht, aus dem Holz geschnitzt, aus dem man Männer macht. Der Ausdruck deiner guten Augen. Ich sehe dich noch vor mir, groß und stark, so wie jetzt. Aua! Oh, wer sind Sie denn? Ich bin's, die dumme Schnöpfe. Törichter kleiner Liebling, Hilda, du, sieh mich an. Sag mir, was zu sagen ist. Sage alles. Aber ich habe es dir gesagt, tausendmal und mehr. Doch nur wie jetzt, von Angesicht zu Angesicht, kann ich es wiederholen. Oh, sieh mich nicht so unverwandt an. Ich liebe dich. Ich liebte dich. Ich werde dich immer lieben. Oh. Wir haben uns zusammengetan wie, ich sage immer Yin, Yang, wer auch immer, welcher Yin oder Yang ist. Und wir hatten dieselbe Art, nicht dieselbe Art zu leben, aber dieselbe Art zu spielen. Was soll das denn? Aber nichts weiter, ich hab's nur eilig. Ich nicht, ich hab Dienst. Noch 4 Minuten. Ach, du dicker Vater, jetzt wären's 6. Minuten. Bitte, ich beeil mich, 3 Minuten von mir aus. Ich werde erwartet, bitteschön. Selleriesalat. Ja. Sellerie. Ja. Mulle! Ja? Kostet das große Glas mit dem Selleriesalat. Selleriesalat? Ja. 1,30. In Scheibchen. Ja, bitte beeilen Sie sich doch. Ich habe Besuch zu Hause. Besuch? Ja. Nur ein Glas? Ja. Das hier. Kaviar. Bitte, ja. Kaviar, nicht die große Dose? Aber wie? Wissen Sie, die große Dose ist nämlich preiswert. Ja, es ist ja gut. Ich hab's wirklich sehr eilig. Merke schon. Sellerie, Kaviar. Was haben wir denn hier Schönes? Räucherstäbchen. Lavendel. Hätten Weihrauch nehmen sollen. Weihrauch? Betäuben einer Wirkung. Also, Sellerie, Kaviar, Räucherstäbchen. Jetzt kommt Champagner, stimmt's? Ja, woher wissen Sie? Weiter, ich denke, Sie haben es eilig. Ja, hier, das hier, ne? Sogar sehr eilig. Vitamintabletten. E, Vitamin E. Weiß Bescheid. Mulle! Nicht doch! Ja? Was kostet die große Packung mit den Potenzpillen? Also. Damals haben wir immer gesagt, der Mut zum Karlauer geht nur über die Selbstaufgabe. Und das gilt manchmal für diese Karlauer, die gemacht haben. Sellerie, Kaviar, Räucherstäbchen, ja. Champagner. Pillen. Ja, Pillen, ja. Rosenknospen, Luxus, Lotusblüte. Ja, und Mundwasser, maskulin, herb. Ja. Das wäre alles? Ja, das reicht. Na, hoffentlich. Ja. Der große Erfolg von Harald Juhnke.
die bundesweite Bekanntheit und die Bekanntheit über die bundesdeutschen Grenzen hinaus. Begann in den 70er Jahren mit Grit Boettcher, ein verrücktes Paar, und mit Musik ist Trumpf, seinem allergrößten Erfolg als Sänger und Entertainer. Meine Damen und Herren, vor Ihnen steht Harald mit Nachnamen Junke, geboren in Berlin. Verheiratet, Vater und fast 50 Jahre alt. Ein ganz harter Bursche mit ziemlich weichen Knien. Ich weiß noch, wie er das erste Mal Musik ist Trumpf machte und ist ja immerhin in Frankenfelds Fußstapfen eingetreten. Das war ja was. Das war ja wer. Und da hätte sich ein anderer in die Hose gemacht vor Angst. Der kann das auf jeden Fall. Das habe ich mir gedacht, das kann er. Musik ist Trumpf, der Titel, der verpflichtet. Es stand ein Meister an dieser Stelle. Ich bin nur Lehrling, nicht mal Geselle. Ich bin nur ein Mann für alle Fälle. Also man kriegt schon Manschetten. Wenn unsere Musik anging, dann standen wir hinter der großen Treppe und dann war der Bam, Bam. Musik ist Trumpf. Bam, 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 Bam. Da ist uns so die Muffe gegangen, beiden natürlich. Er hat nach außen hin, hat er das nie zugegeben, hat gesagt, ich bin nicht nervös. Der hat so gezittert und deshalb hat er mir gesagt, wie bin ich, wie bin ich. Das war so niedlich. Musik ist Bomb! Ich erinnere mich, eines Tages kam er ins Büro, Musik ist Trumpf hatte er übernommen und rief schon vom Weiten, als er mich sagte, Jürgen, hättest du das gedacht, dass ich so berühmt werde? Und das war er und man liebte das an ihm. Das war, und die Leute liebten das natürlich auch. Ich möchte Ihnen jetzt eine junge Dame vorstellen, die mir bereits zum zweiten Mal als Assistentin zur Seite steht. Meine bezaubernde Kollegin Barbara Schöne. Wurde ja auch höchste Zeit, ne? Ja, freue mich, dass du da bist. Harald, und ich freue mich. Ja, danke schön. Für ihn war Musik ist Trumpf das Vorzeigedings da, für ihn. Und diese Ausstrahlung und diese Aura und dieses, das haben wir nicht sehr viele. Das war ja deshalb so erfolgreich, weil der Mann aus dem Fernsehen rausgesprungen ist und man wirklich das Gefühl hatte, man sitzt in einem Theater und man erlebt den. Es war einer der nahbarsten Entertainer. Man muss mal ab und zu verreisen und wär's auch nur zum Wochenende, um anderen Leuten zu beweisen, dass man ein Stück vom Globus kennt. Man muss sich doch mal ab und zu erholen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Und hast du genügend Kohlen, dreimal im Jahr, viermal im Jahr. Man muss mal ab und zu verreisen und wär's auch nur zum Wochenende, um anderen Leuten zu beweisen, dass man ein Stück vom Globus kennt. Der war ja auch in dem Sinne kein Entertainer, sondern er hat sich den Entertainer vorgestellt. Er war so ein guter Schauspieler, dass er gesagt hat, so muss der sein. Das war auch bei Musik ist Trumpf so. Bei Musik ist Trumpf so war er nicht so, dass ich bin hier der Entertainer, ich bin der Showmaster, sondern er hat sich den genau so gesagt, muss ich den spielen. Ich finde, Harald hat den Entertainer sehr gut gespielt. Ja, denn wir haben ja jedes Wort, jede Moderation war uns ja vorgeschrieben. Wir haben das gespielt. Aber das haben wir so gespielt, dass die Leute immer dachten, das denken wir uns gerade aus. Jetzt passen Sie mal auf. Jetzt kommt meine Assistentin. Die Barbara. Jetzt bin ich, ja, die Barbara. Jetzt bin ich sehr gespannt. Bei der letzten Sendung hat sie die auftretenden Herren geküsst. Alle? Naja, alle, die ihr gefielen. Ach so. Ja, das waren fast alle. Dann habe ich noch Hoffnung. Das war etwas, was ich im Fernsehen heute total vermisse. Das, als ich Musik ist Trumpf gesehen habe, das tut so gut, eine Sendung zu sehen, die einfach
die einfach sauber ist, wo es nicht um Sex geht, wo es einfach geht um zurücklehnen mit einem Kaffee und einfach mal eine schöne Sendung genießen. Davon gibt es keine Shows mehr in dieser Art, leider. Ja, komm, Simpson. Ich nehme mir das an. Howard, danke. Oh, ist das schön. Was ist jetzt los? Was? Reicht. Ja. Müssen wir aufhören? Ja. Der Harald Juhnke hatte einfach eine grandiose Rolle, die er erfüllt hat und mit der er uns einfach auf einem Las Vegas-Niveau unterhalten hat und nicht Mainz Läschebäsch. Ich möchte zum Schluss noch etwas sagen. Ich möchte mich mal bei meinem Publikum bedanken, die Sie immer so treu zu mir gehalten haben. Und ich verspreche Ihnen, solange Sie mich sehen wollen, bin ich zur Stelle. Dankeschön. Dankeschön. Wenn man sich mal vorstellt, dass wir haben 78% Einschaltquoten gehabt, ja, gibt's gar nicht mehr. Und diese Sendung wurde dann leider eingestampft. Nicht wegen der Quote, sondern wegen der Promille. Das war schon sehr schade. Ich glaube, wir würden die heute noch machen, wenn er gesund gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, wie er sich gefühlt haben mag, als dieses einmal ist ja dann Musik ist Trumpf ausgefallen, nicht? Wie er sich da gefühlt haben mag. Er war schon entsetzt über sich, was er wieder angerichtet hat, dass er abgestürzt ist und rückfällig oder irgendeine Vorstellung geschmissen. Also das war im Laufe der Zeit unserer Ehe dann schon ein Thema, dass er sich in eine Therapie begeben muss. Und dann ging das dann über nicht nur Tage, sondern Wochen und Monate immer gut. Bis zum nächsten Mal. Was ich im Leben tat, das war, weiß Gott, nicht immer richtig. Ich nahm, was ich bekam und nahm manches nicht so wichtig. Wenn ich auch ganz gewiss mich nicht von Schuld und Schwächen frei sehe, verzeihen Sie, dass ich sag, I did it my. Ich hab ein Publikum und darauf kann ich mich verlassen. Es nahm und nimmt nichts krumm. Ich kann es manchmal selbst kaum. Wenn man sich dieses Lied von ihm anhört, dann glaubt man wirklich, dass dieses Lied speziell für ihn geschrieben wurde. Und er singt das mit einer Inbrunst und einer Begeisterung und auch einer Wehmut, das beeindruckt schon sehr. Also wenn er dann am Ende da seine Frau anguckt und sagt, ich habe eine Frau, an der ich jetzt beschämt vorbeigehe, zu oft hat sie gehört, I did it my way, dann hat das schon eine unglaubliche Kraft. Ich habe auch eine Frau, an der ich jetzt beschämt vorbeisehe, zu oft hat sie gehört, I did it my way.
headed my way. In der Szene fiel mir eins auf. Sie wussten ja wahrscheinlich, was Sie singen würden. Ja. Und haben das auch wahrscheinlich vorher geübt und nicht spontan an diesem Abend zum allerersten Mal gesagt oder gesungen. Aber Ihre Frau war wirklich überrascht von der Situation. Ja, sie hat das nicht gewusst. Ihr war es dann unangenehm, weil sie ja wusste, dass sie fotografiert und wollte, dass das rauskam. Ich sage, nein, du, warum sollst du? Du kommst dabei gut weg, weil man wird sagen, na ja, also die Frau hat doch eine ganze Menge durchgemacht, wahrscheinlich. Sonst würde sie nicht da so aufgewühlt sein. Aber warum haben Sie Ihre Frau in so einer Situation vor einem relativ großen Fernsehpublikum damit konfrontiert? Ja, man kann sich natürlich sagen, ist es nicht ein bisschen voyeuristisch, nicht? Mhm. So ein bisschen, ja. Sehe ich heute auch so. Mhm. Ich glaube zutiefst, dass der Harald Juhnke seiner Frau gegenüber ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Aber sich selbst gegenüber nicht, der Gesellschaft gegenüber nicht, niemanden sonst außer seiner Frau und vielleicht dem kleinen Sohn oder auch dem erwachsenen Sohn. Es gibt ja viele Schauspieler, die trinken, die können nur spielen, wenn sie Alkohol trinken. Die haben dann so ihren Level und dann ist abends bauen sie dann ab. Aber die arbeiten mit Alkohol. Das ging bei ihm gar nicht, weil er war Quartalsäufer. Er hat sich natürlich auch darüber geärgert. Er hat dann auch natürlich dann gesagt, wie konnte mir das wieder passieren? Warum habe ich das gemacht? Oder auch berufliche Dinge. Ich weiß, dass er damals in Stonk, den Film von Dietl, war die Rolle ja ursprünglich größer geschrieben, die er da spielte. Er war hervorragend in der Rolle. Der ganze Film war super. Das gibt's gar nicht. Alle waren da gut. Ja. Tja, das ist ja wohl eine ziemlich braune Soße. Tja, natürlich will man sich mit sowas nicht gern bekleckern. Ich ja auch nicht. Aber andererseits müssen wir uns auch sagen, Herr Doktor, die Konkurrenz ist hart. Ganz davon zu schweigen, dass wir sowas weltweit verkaufen. Weltweit. Also wenn ich denke, was die Amis damals mit den Tagebüchern von Albert Einstein verdient haben. Millionen. Da meine ich, ist doch dran Adolf Hitler weltweit gesehen der viel größere Name. Dann hatte er am Schluss dann getrunken, da waren Aufnahmen in Hamburg, die mussten dann wiederholt werden und es musste reduziert werden. Da hat er sich auch irrsinnig geärgert drüber, hat sich natürlich drüber geärgert und hat gesagt, Mensch, warum musste ich da trinken? Weil er die Qualität natürlich dieser Rolle erkannt hat, weil er natürlich auch die Qualität dieses Films erkannt hat, weil ihm das auch Spaß gemacht hat, das war eine riesen Herausforderung für ihn, aber die wurde dann, war nicht so groß, wie sie ursprünglich sein soll. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das ist ja sensationell. Adolf Hitler privat. Ein Mensch wie du und ich. Das ist eine Weltsensation, meine Herren. Es war vielleicht auch ein Handicap für ihn, dass er nie dafür bestraft. Und man sagen, jeder Handwerker, wenn der dreimal besoffen zur Arbeit kommt, dann fliegt er. Das passierte ihm nicht. Er kriegte weiter seine Shows, er kriegte weiter sein Theater. Wenn er dann beim Sender Ärger bekommen hat, weil er dann irgendeine Sendung geschmissen hat, dann war es immer so, dass er natürlich aufgrund seiner Popularität und seines Könnens auch natürlich, einen guten schneidet man immer vom Galgen ab. Er hat dann sofort, erst wenn er mit einer Sache die beendet hatte, aus welchen Gründen auch immer, dann hat er ja sofort wieder ein anderes Angebot gehabt. Der hat sich nie entschuldigt, weil man hat ihn ja entschuldigt, ja. Man hat ihn ja immer wieder aufgefangen. Oh. Abend. Hola. Abend, Harald. Ich wollte mich nur bedanken bei dir und dir sagen, dass ich mich in deiner Show sehr, sehr wohl gefühlt habe. Danke dir. Entschuldigung. Dein Gesicht zeigt es auch überdeutlich. Ja. Ne? Sag mal, auf dem Weg nach Hause komme ich bei dir vorbei. Soll ich dich mitnehmen? Nee, du, ich hab ja noch zu arbeiten. Wie, arbeiten? Ja. Jetzt noch? Na ja, ich hab ja noch eine Gala. Also du bist unglaublich, Harald. Ja. Im Ernst, ihr jungen Künstler habt immer nur eure Freizeit im Kopf, anstatt
hart zu arbeiten, die Karriere systematisch aufzubauen, vor das Publikum zu treten, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Naja, an dem Punkt gibt's da ja schon Mühe. Na, schau mich doch an. Ich mache Fernsehshows, ich mache Gala, ich nehme Schallplatten auf, ich drehe Filme, ich spiele Theater. Das hält mich in Trab, das bringt mich in Schwung. Die Leute brauchten ihn auch. Er war ein Publikumsliebling, er war ein Medienliebling, er zog die Kasse an. Kann man auch keinem übel nehmen, dass er ihn einfach wieder engagiert hat. Wenn du im Gespräch bleiben willst, dann musst du dich den Leuten zeigen. Du musst dich sehen lassen. Und wenn es in der Kneipe ist. Harald Juncke war mit Sicherheit ein Mann, der immer gesagt hat, ja, ich bin nicht fehlerfrei, aber was soll's, nehmt mich so, wie ich bin. Und die Leute haben ihn offensichtlich so genommen. Und da kann man nur sagen, ja, werfe den ersten Stein. Aber es hat niemand gemacht, weil sie ihm auch verziehen haben und seine Eskapaden nicht so als schlimm empfanden. Die Leute liebten ihn und kamen hin und sagten, na, ist ja egal, Hauptsache wir erleben was. Ob er kommt oder nicht kommt, ob er betrunken kommt oder nicht betrunken kommt. Die Hauptsache Harald Juncke. Guten Abend, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen in Deutschland und Österreich. Servus nach Wien. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Saal. Freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Freue mich noch mehr darüber, dass Sie auch fest damit gerechnet haben, dass ich auch komme. Er war eine Persönlichkeit, die kann man eigentlich nicht nur mit dem Verstand beschreiben. Da war unheimlich viel Herz dabei und das hat sich gehalten. Und deshalb hat man ihm auch viel verziehen, auch schlimme Phasen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute wieder eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Eine Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Harald und Eddie. Eddie. Kurz, Kurz, guck doch mal, das ist mein lieber Freund Gernot Hölzlein. Angenehm. Ihr gleicht euch wie ein Ei dem anderen. Was zu trinken? Tolle Frau. Ich wollte gerade fragen, erst sie, nein, nach Ihnen. Ich wollte fragen, was Sie beruflich machen. Momentan Verkaufsleiter. Nein! Doch! Ich fand sie beide großartig. Beides dolle Schauspieler, die beide auf Augenhöhe gearbeitet haben. Und das war ein Vergnügen, ja. Was zum Knabber? Die Wampe, leider. Ja, da will ich mal darüber gucken. Bis später. So ein blöder Hund. Und so eine Pfeife ist Verkaufsleiter. Die haben sich nicht gemocht, die beiden, das weiß ich von Eddie. Sie haben sich geschätzt sicherlich oder auch als Kollegen sicherlich anerkannt, dass der eine was konnte und der andere was konnte. Aber diese Animosität war da. Harald wusste ganz genau, welch großartiger Schauspieler Eddie war. Und wenn es da kleine Reibereien gab, dann waren das eigentlich nur so kindische Reibereien. Aber nur von Haralds Seite aus, von Eddies Seite nicht. Gott, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich. Tut mir leid, ich war beim Zahnarzt. Jetzt beim Zahnarzt? Nein, schon vor bleib unten. Hab aber bleib Blitzen bekommen. Hab gar kein Befühl im Mund. Na, das kann ja heiter werden. Kannst du wenigstens tanzen, wenn uns jemand auffordert? Na bitte, da hat schon einer angebissen. Hallo, hier spricht Tisch 17. So, Sie wollen meine Tischnachbarn sprechen. Mit wem spreche ich denn bitte? Mit dem Herrn von Tisch 4. Dreh dich jetzt bloß nicht um, der sitzt genau hinter dir. Ein totschicker, eleganter Mann, sag ich dir. Ja, dann gebe ich Ihnen jetzt mal meine Tischnachbarn. Sie kann leider nicht sprechen. Ich meine, das heißt, sie spricht unsere Sprache nicht. Wieso? Ich bin aus Lappland. Sie kommt aus Lappland. Sie soll zu Ihnen kommen? Jetzt gleich? Ja, ja, ja.
Es ist dein Zahnarzt. Er hat vergessen, dir die Watteröllchen rauszunehmen. Die Watteröllchen? Eddie Arendt saß immer lange und hat die Texte gelernt. Und bei Halt ging es immer rucki-zucki. Er hatte wirklich die Gabe, Texte fantastisch nur mit einem Blick zu erfassen. Er brauchte sich nur ein Drehbuch angucken oder eine Seite in einem Theaterstück und er konnte sie auswendig. Das ist natürlich sehr selten, aber das zeichnete ihn aus. Deswegen konnte er auch viel machen zur gleichen Zeit. In den Damen vom Grill haben wir ja nun Tag für Tag in der Maske zusammengesessen mit der Brigitte Mira und ich und er. Und kriegten ja oft noch am Morgen selber Änderungen für den Text, solche Latten und so. Und oh, die Biggi und ich, wir saßen und gesagt, komm, wir müssen das schnell nochmal machen, nochmal noch lernen. Und er hatte so Stöpsel, hörte Musik von Frank Sinatra und ging, Harald, mach doch mal mit. Ich mach das schon. Und dann kam er zum Set und hatte wirklich auch solche Änderungen und hat die gekonnt. Na? Ja. Hast du dich abgekühlt? Ist noch früh, wir könnten ins Kino gehen. Ja, ist eine gute Idee. Manche mögen heißer irgendwo laufen. Wäre das jemand für dich? Ja. Kannst du einen Nagler mitnehmen. Ich sauge hier inzwischen die Wohnung durch, wisst ihr? Als Haushilfe bin ich vielleicht noch zu gebrauchen. Also Ottmar, was soll denn das? Geht das jetzt den ganzen Abend so weiter? Nee, ist alles in Ordnung. Geh du mal ins Kino, Hauptsache du fühlst dich wohl, wa? Trammelst du wenigstens auf meine Gefühle rum. Es könnte sein, dass ich eines Tages mal ausraste. Ja, das könnte mir auch passieren, wenn du mich mal so provozierst. Ich provoziere dich, womit denn? Natürlich mit dem dämlichen Geschirr, was du vor meiner Nase aufgebaut hast. Hässlich, ist das pothässlich. Ich hab schöne Geschirr gesehen im Europacenter. Viereckig, achteckig, alles in Farbe. In weil verschiedenen du keine Farben. Ahnung hast. Natürlich, ich bin ja auch kein Fachmann wie der Nagler. Ich kann mir jetzt bloß noch Geschirr weg, wo es einkaufen. Verstehst du? Kannst du dauernd den Nagler herschicken, verstehst du? Dauernd nämlich, damit der dir beraten kann. Oh, jetzt hör doch endlich auf mit diesem idiotischen Porzellan. Ja. Wir hatten eine Produktion in Berlin, im Senderfreies Berlin. Und der Take war gestorben, wie man immer so schön sagt. Und dann gab es noch einen Satz, wo der Regisseur dann gesagt hat, oh, kannst du mit Harald noch mal reden? Können wir den nicht noch anhängen? Dann haben wir einen besseren Übergang. So, und ich bin zu ihm hin und habe gesagt, Haraldchen, geht das? Sag mal so und so. Und er wurde ja richtig wütend und hat gesagt, du weißt, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Und wenn du jetzt kommst, der Regisseur hat gesagt, gestorben, dann ist es für mich gestorben und dann fällt der Text bei mir raus. Und ich kann nicht, kommt nicht in Frage. Hat er nicht gemacht. Weshalb kommen Sie denn hierher und motzen mich dauernd an? Ich motze doch nicht, Mann. Junke Plüschow. Ich sehe Denver, ich sehe Dallas, die Schwarzwaldklinik. Manchmal Sonntag vor Mittag den Werner Höfer. Da will ich doch am Abend unter Sie aushalten. Also was wollen Sie? Eine Nahaufnahme. Na schön, wenn Sie dann endlich gehen. Also Kamera 1. Ah, ich gehe jetzt hier, ja? Ist für meine Frau. Hühle, kriegst du? Es gab keine Gradation zwischen den Menschen, mit denen er zu tun hatte, sondern die wurden alle gleich freundlich, menschlich behandelt. Und das hat ihn so liebenswürdig gemacht. Ja, er war unkompliziert, liebenswert, so, aber er war auch sehr introvertiert. So habe ich ihn auch kennengelernt. Also oftmals hat er sich dann auch in seiner Garderobe, wenn er Theater gespielt hat, in der dunklen Garderobe vor dem Kerzenlicht und mit Kopfhörern auf und hat sich Frank Sinatra vorgespielt. Herr Junke. Ja. Ah, Herr Ossi, was gibt's denn? Sie brauchen nicht so zu schreien, ich bin's. Ah, ja. Ich höre gerade Sinatra, hören Sie mal. Frank Sinatra. Ja, hören Sie mal. Wunderbar. Ja, das höre ich immer vor der Sendung. Wissen Sie, das entspannt mich und macht mich gleichzeitig an. Also, Frank Sinatra war für ihn so ein Vorbild und er fühlte sich auch oft als Frank Sinatra, jedenfalls sagte er das. Und er hatte ja nichts von Frank Sinatra eigentlich, aber... Sagen Sie mal, ist der auch für mich? Nein, das ist meiner. Sie haben doch gesagt, dass ich bei der Show eventuell einspringen muss. Ja, aber dazu brauchen Sie keinen Smoking. Unser Studiosprecher ist krank, nicht? Also wenn die Auftaktsmusik zu Ende ist, ja, dann drücken Sie hier auf den Knopf und machen die Ansage. Wissen doch, meine Damen und Herren, und jetzt kommt, naja, das Übliche. Verlass mich darauf. Ja.
Meine Damen und Herren, jetzt kommt Frank Sinatra. Ich glaube, er wollte nicht Sinatra nachahmen, aber er wollte so ein deutscher Sinatra sein. Das war so sein Traum. Ja, sind Sie verrückt geworden? Jetzt kommt nicht Frank Sinatra. Sie sollen sagen, meine Damen und Herren, und dann nur Harald Juhnke. Meine Damen und Herren, es kommt nicht Frank Sinatra, entschuldigen Sie, es kommt nur Harald Juhnke. Wenn ich den im Fernsehen gesehen habe, dann habe ich immer gedacht, der freut sich auch diebisch darüber, dass er im Fernsehen einfach großen Auftritt und jetzt singt er auch noch. Diese Stadt hat einen Bahnhof, ein paar Kirchen, eine Bank, ein Industriegebiet, ein altes Heimatlied und einen Supermarkt. Lauter liebe, nette Leute wohnen hier in dieser Stadt. Wo es nur einen gibt, den keiner liebt, weil man mit ihm immer Ärger hat. Das ist Bert, Leroy Brown. Dem ist alles zuzutrauen. Und in jedem krummen Ding, da hat er die Finger drin. Das ist Bert, Leroy Brown. Dem ist alles zuzutrauen. Und in jedem krummen Ding, da hat er die Finger drin. Er war kein Frank Sinatra, aber er sang nicht unsauber und er hat sehr viel Personality gehabt, wenn er, als er sang. Ist auch ein Fehler, den man in Deutschland macht. Man denkt, Stimmen sind so wichtig. Die sind nicht unwichtig, aber die sind nicht halb so wichtig, wie man denkt in unsere Castingshows heutzutage. Ich sehe tausende Künstler, die besser singen, als ich jemals könnte. Aber es geht darum, ein Paket. Und Singen war ein Teil von Haralds Paket. Er hat das mit einer Nonchalance gemacht. Wenn man gesehen hat, wie er die Showtreppe runtergekommen ist mit der Girl-Reihe, da, die denn, ihn flankiert haben, das hatte immer Charme. Das hatte etwas ganz Besonderes gehabt. Hallo Leute, es ist wieder mal soweit. Goodie, goodie, das Ballett und die Solisten sind bereit. Goodie, goodie, nette Gäste sind heute da. Und ich fühle mich wunderbar. Und die Band zwingt ganz enorm heut. Na, das ist doch klar. Heute sehen Sie ein paar Asse. Wir bieten Ihnen Klasse. Goodie, goodie for you. Goodie, goodie for me. Und ich sage nur noch Welcome to the Club. Er liebte es zu singen. Er liebte es auch zu tanzen. Er konnte zwar nicht richtig tanzen, aber es sah so aus, dass er es konnte. Man denkt, wenn man die Sendung sieht, boah, ist er toll. Der kann singen, der kann tanzen und so. Aber das hat er sich wirklich mühselig erarbeitet. Ja? Vier kurze Viertelstunden sind nicht lang. Wir wünschen recht viel Spaß und fangen an. Weiß ich noch ein Lied, das er gesungen hat, wo er so, also so mitgeschwungen ist beim Singen, so dass das, er hat nicht getanzt, aber schon, es war kurz davor, so dass ich dachte, ja, ein Rhythmusgefühl hat er auch und das bringt er auch zum Ausdruck. Und manchmal tänze so. Ich tanze. Das glauben Sie, aber wenn sich so in der Hüfte wie immer, das erinnert mich immer stark an Kapitän vom Traumschiff bei See. Ja. Was soll ich dazu sagen? Und manchmal lassen sie auch ihre Arme so baumeln. Ich weiß, das soll locker wirken, wa? Aber das sieht immer aus, als ob sie gerade die Hände gewaschen haben und wissen nicht, wo das Handtuch hängt. Jetzt ist es aber nicht gut. Er hat auch einen sehr guten Humor gehabt, das muss man sagen. Er war auch einer der wenigen, die sich über sich selbst lachen konnten. Er konnte ja gar nicht richtig singen und er konnte auch nicht richtig tanzen. Und beides hat er gemacht und beides mit Erfolg. Ja, das muss man sich auch erst mal trauen. Oh, mein Süßer. Na, ist gut. Der beißt ja. Harald war jemand, der sich nicht gern umarmen ließ, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man ihm zu nahe kam oder ihn zu doll angewendet hat, hat er immer gemacht, nicht pieken. Nicht pieken, hat er immer gesagt. Tico, 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 tico. Ah, 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 ah.
Völlig. Das, was dann da passierte, ist zwar beim Publikum sehr gut angekommen, aber bei uns überhaupt nicht und bei Harald Junke schon gar nicht. Harald hat dann die Produktion abgebrochen. Er war stinksauer. Zu Recht auch, weil dieser Rod Hall ist zu weit gegangen. Das ging nicht. Wir haben versucht, ihn wieder aufzurichten und haben es dann auch geschafft. Wir haben dann die Produktion weitergemacht, aber das war überhaupt nicht gut. Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie sehen Archie Rice. Archie Rice, ja, der Liebling von Mrs. Rice. Ich will Sie jetzt hier für die nächsten 2,5 Stunden unterhalten. Und das haben Sie sich nun wirklich alle selber eingebrockt. Alle Ausgänge sind geschlossen. Das Renaissance-Theater, in dem wir uns befinden, ein wunderbarer Tempel. Und Harald Junke hat hier unter Beweis gestellt, dass er eben nicht nur die leichte Muse beherrscht, sondern dass er die ganz großen Rollen auch spielen konnte. Hier der Entertainer unvergessen. Da hat man überhaupt erst mal sein großes Talent gesehen. Und ich glaube, das hat er eigentlich viel zu... Ich glaube, er wollte das immer haben und hat es eigentlich viel zu spät, hat man das erst ihm gestattet. Sie glauben, ich habe feine Zeiten hier oben mit all den Beinschwingerinnen, was? Sie denken, meine Volltreffer lande ich da hinten. Sie glauben, dass ich sexy bin. Im Ernst, meine Dame, wenn Sie mich so sehen, würden Sie mich für sexy halten? Sie denken sich, wenn Sie mich so sehen, dann denken Sie doch, das ist mir so einer. Das denken Sie doch nicht, aber ich nicht, er. Mir ist ein gepflegtes Bierchen lieber. Harald Junke wollte weg vom Boulevard, er wollte ins Feuilleton. Ich glaube, er wollte etwas hinterlassen. Er wollte mit einem ganz bestimmten Bild sozusagen seine Karriere beenden, als großer Schauspieler. Ja, weißt du auch weshalb? Weißt du weshalb? Weil wir restlos erledigt und heruntergekommen und gescheitert sind. Wir sind Trunkenbolde und Wahnsinnige, wir sind geistesgestörte Exzentriker, die ganze Gesellschaft hier. Wir haben Probleme, nichts gelingt uns, nie haben wir mit irgendwas das Erfolg. Wir sind zu nichts nütze als ununterbrochen ein himmelschreiendes Theater zu veranstalten. Immerzu müssen wir die Aufmerksamkeit auf unsere ekligen, erbärmlichen, unwahrscheinlich überflüssigen Probleme lenken. Ich war davon zwar überzeugt, dass ich kann, aber ohne Ängste natürlich nicht. Denn wenn es nicht geklappt hätte, wäre die Häme natürlich sehr groß gewesen. Und man hätte gesagt, was soll es denn? Was will er? Jetzt hat er es eingesehen. Aber was ich so toll fand, was ich eigentlich noch toller fand als die gute Presse, ist das Publikum, was ohne Übergang aus dem Boulevardtheater mit mir mitmarschiert ist und bis jetzt die Häuser füllt. Dass Theater ihm wichtig war, erkennen Sie daran, dass er so häufig Theater gespielt hat, obwohl dort natürlich nicht das große Geld zu verdienen war. Das war seine Leidenschaft. Wie kommen Sie dazu, während des Dienstes zu schlafen? Bezahlt die Stadt Köpenick Sie dafür? Nein, Herr Hauptmann. Also, machen Sie den Kleider mal in Ordnung. Hier. Verzeihen, Herr Hauptmann. Gut, Ordnung muss sein. Der Hauptmann von Köpenick ist eine Rolle, die nicht besser besetzt werden könnte als mit Harald Junke. Das ist so eine Paraderolle, das ist ihm auf den Leib geschneidert. Katharina Thalbach, die hat mit ihm inszeniert den Hauptmann von Köpenick. Und gleichzeitig hat sie die Rolle selbst gelernt. Und viele Vorstellungen konnte er nicht spielen, aber manche schon. Und so wechselten die sich immer ab. Und dem Publikum war es auch egal. Das heißt, alle wissen, manchmal fällt er aus, weil er betrunken ist. Und dann kann er nicht spielen. Und dann ist das nicht schlimm. Katharina Thalbach ist ja toll, wenn die das dann spielt. Aber wenn er es dann selber spielte, freut sie sich auch. 15 Monate wegen Melde- und Passvergehen. Ja. Irreführung der Behörden. Versuchte Urkundenfälschung. Ja, da habe ich mir versucht, die Nase aus Gesicht zu reißen, aber das hat mir nicht gelungen. Was reden Sie da? Naja, so eine Haftstrafe, nicht? Die schleppt man doch einer mit sich rum sein ganzes Leben. Wie die Nase ins Gesicht. Als Willem Vogte habe ich doch keine Chance mehr in der Lotterie. Habe ich mir gesagt, Schluss mit Willem Vogt. Fängt so alt. Friedrich Müller von vorne an. Der Hauptmann von Köpenick, der wurde ja
am Theater gespielt, Gorki, Maxim Gorki Theater, und im Fernsehen als Film gedreht. 36:23 die erste. Mensch, hast du denn keine innere Stimme, Wilhelm? Hast du denn kein Pflichtgefühl? Die innere Stimme? Vorhin auf dem Friedhof da. Da hat sie gesprochen im Wald. Ja, still auf der Welt. Mensch, hat sie gesagt. Eines Tages kneifst auch du den Arsch zu, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor Gott, dem Vater, der alles geschaffen hat. Vor dem stehst du denn und der kickt dir ins Gesicht. Wilhelm Vogt, was hast du gemacht aus deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatte, muss ich sagen, habe ich gemacht im Knast. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und dann hast du noch ein bisschen geröchelt und die letzte Luft und dann war es aus. Wenn er mit Gott spricht, ne, was sagt er denn? Mit Fußmatten habe ich gemacht mein ganzes Leben. Ne? Sensationell. Also ich habe ja von Rühmann den Film gesehen. Ich habe also viele Hauptmann von Köpenick gesehen, die alle auf ihre Art und Weise großartig waren. Aber da fand ich ihn schon. Da kriegt man Kloß in den Hals. Ne? Abteilung! Halt! Das Gewehr! Ab! Alle mal herhören. Sie stehen ab sofort unter meinem Kommando. Sie haben auf allerhöchste Anordnung des Kaisers eine Verhaftung vorzunehmen. Ja, für die Berliner war er natürlich eine eigenständige Größe, ist doch ganz klar. Er war der Berliner. Der vom ganzen Herzen, ja. Das war seine Stadt. Wo hat er sich ja hingestellt? Wo ist denn Budi? So, jetzt muss ich wieder rein. Man hat immer gemerkt, dass er Berliner ist. Das konnte er gar nicht verbergen. Und mich hat besonders gerührt, als er dann diesen wunderbaren New York, New York Song mit Berlin, Berlin kombiniert hat und umgedichtet hat. Das war große Klasse. Auch Dresden ist schön. Doch es gibt eine Stadt, die heißt Berlin, Berlin. Du kannst dich nicht entziehen, der Stadt voll Harmonie. Halt dich ganz fest, Berlin, Berlin. Er hatte eigentlich alle Dinge, die dieser Beruf sonst so in Sparten aufteilt, wo man sagt, naja, der ist ein guter Sänger, aber ein schlechter Schauspieler, oder der ist ein guter Schauspieler und kein Fernsehschauspieler. Er war, meine ich, in allen Medien gleich gut. Er hat sich nicht beirren lassen. Das ist, glaube ich, immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Es kommen viele Einflüsse von außen. Es war ihm, glaube ich, sehr egal, was die Kritiker und Journalisten geschrieben oder gesagt haben. Er hat immer seinen Weg verfolgt und er hat sich nie abbringen lassen von diesem Weg. Elinor! Ich bin komplett besoffen! Ich bin ja völlig blau! Elinor! Meine Königin! Warum bist du denn geschlossen? Um die Zeit bin ich doch immer geschlossen. Dass ein Alkoholiker, der er ja war, den Trinker spielen kann und das so gut, ist mir ein Rätsel. Nachdem er die Dreharbeiten angenommen hatte, war das für mich auch eine einzige Zitterpartie. Gott, lieber Gott, lass ihn das durchhalten. Ja? Und er hat es geschafft, nach circa 6 Wochen Dreharbeit. Und dann war er stolz, ja. Mhm. 23:01, die vierte. Komm, Erwin, zieh dich aus. Schatten Sie, gnädigste. Erwin Sommer.
Wie Herbst. Ein Kandidat ist nicht. Ich lasse dir Wasser in die Wanne. Weißt du, was ich machen werde, wenn ich das nächste Mal besoffen bin? Ich komme mitten in der Nacht. Und mockse dich ab. Er ist 3 Jahre mit diesem Buch gelaufen und wollte diese Rolle spielen. Ja, von Fallada, den Trinker. Und als es dann endlich klappte, dass man ihm die Chance gegeben hatte, da kam er gerade aus einer Kur. Und da hat der Arzt ihm gesagt, er soll das nicht machen, weil auch wenn er nur Wasser trinkt, die Vorstellung, dass das Alkohol ist, die bringt ihn wieder zum Rückfall. Ne? Bei dem Trinker, da hatte ich ihm abgeraten, das zu machen, weil mit diesem Thema sich in einem Film auseinanderzusetzen, da kommt automatisch alles hoch. Das wird zu einem Konflikt kommen. Das wird nicht ausgehen, ja, wie das Amen in der Kirche, sondern das wird sehr konfliktreich sein. Und so ist es ja dann auch gekommen. Er war sensationell in dem Film. Er war wirklich ein Ausnahmeschauspieler. Ja. Aber ich habe es nicht verstanden, warum er es gemacht hat. Es war teilweise auch natürlich für Leute, die ihn gut kennen und ihn nahe kennen, war das natürlich teilweise erschreckend, so zu sehen. Ja. Das ist meine Mutter damals erzählt, sie kann gar nicht hingucken, ja, weil so viele Erinnerungen hochkommen. Harald war so besessen von der Rolle, er wollte die Rolle spielen. Und ich glaube, mit keiner anderen Rolle in seinen Film hat er sich so mit da auseinandergesetzt, wie nur diese Rolle. Wie der zu anfing, da kann ich das genau nachvollziehen. Diese eine Flasche Wein, die er da bestellt zum Essen. Und die Unruhe, rauszugehen und die Alte passt auf und dann die Flachmänner. Also er hat ja nun nicht mal einen Flachmann, sondern gleich so einen Batzen. Raus und schnell, nur weil er trinken will, will er raus. Er hat ja nicht vor, er will nur, geht schnell und guckt und zoom. Aber hat mit Flucht oder Rauswollen aus der Haut nichts zu tun? Doch, nein, noch was erleben, es kann doch nicht alles gewesen sein. Nicht, man muss doch irgendwie, was ist jetzt, jetzt ist der Höhepunkt da. Du hast ja eine riesen Karriere gemacht. Na und nu? Na, was ist nu? Aber trinken darfst nicht. Ich sag immer, wie jetzt meiner Frau sagt, ich sag, das ist doch scheiße, ich bin der Einzige, der nun, ich hab Geld, hab eine schöne Frau, ein schönes Zuhause, alles, Beruf, wunderbar, alles, aber darf nicht einschlucken. Und da sagt sie immer mit Recht, das ist der Preis dafür. Das ist dein Preis. Das ist genau, wie du so viel arbeitest. Ein anderer sagt immer, warum arbeitet da so viel? Weil du das willst. Das ist dein Leben. Das ist, da hat sie recht. Du warst unser Starpatient und auch unser Star auf der Bühne. Der Trinker, das war eng mit ihm verbunden, mit seinem eigenen Schicksal. Und deshalb hat man diesen Film auch ganz anders gesehen. Und Harald Juhnke in dieser Rolle. Dieser fantastische, vielseitige Schauspieler zu sein, mit Alkohol oder ohne Alkohol, ist so unwichtig. Weil er hat so viel dem Publikum gegeben und sie unterhalten, ob lustig oder ernst, hat sie zum Weinen und zum Lachen gebracht und das ist das Wichtigste. Ja, schöne Frau, kann ich etwas für Sie tun? Oh, ich hätte gern ein Bier. Ein Bier, selbstverständlich, eine Frau. Ja. Dunkles Bier, helles Bier, Hefeweizen, Kristallweizen. Kristallweizen. Kristallweizen, Moment. Rudi, ich hätte gern was Süßes. Oh, da hast du mich hart getroffen, was Süßes haben wir nicht. Oh. Doch, doch. Schau mir in die Augen, Kleine. Er wirkte etwas erschöpft und antriebslos und war nicht mehr so fröhlich wie sonst. Aber mir wäre nie der Gedanke gekommen, dass das erste Anzeichen einer Demenzerkrankung sein könnte. Ich hatte mit ihm ein Stück, haben wir probiert, von Kurt Götz, was er gern spielen wollte, Hokus Pokus. Und da merkte man oder er dann auch, dass er eben nicht mehr so schnell zu gut lernen konnte. Einen Tag ging's, nächsten Tag war wieder alles weg. Und das hat ihn auch, glaube ich, ziemlich verzweifelt damals gelassen. Dann hat er mir gesagt, ich kann mir keine Texte mehr merken.
Und da, das fand ich für ihn das Erschreckende, oder da merkt er, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ich glaube, dass er im Nachhinein eine sogenannte Parkinson-Demenz hatte. Das war auch seine Gangunsicherheit, seine gewisse Unruhe, die er hatte. Seit wann weißt du es überhaupt? Seit heute Nachmittag. Und da ist nichts mehr zu machen? Nee. Das Bein muss ab. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Der Wegner hat mir gesagt, das passiert öfter bei alten Menschen. Die sieht man nur nie mehr. Genieren sich, bleiben im Bett liegen, bis sie sterben. Unser Verfallsdatum ist auch abgelaufen. Man muss wissen, wann Schluss ist. Mensch, mach bloß keine fiese Matenten. Es gibt heutzutage prima Prothesen. Ich habe nur festgestellt, wenn ich dann von ihm Interviews gesehen habe im Fernsehen, da stimmt irgendwas nicht. Er hat dann so immer so Repertoire abgespult. Er hat gar nicht mehr auf Fragen direkt geantwortet, sondern hat immer so seine Standardsachen sofort ausgepackt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ihn doch mal anzurufen, ob wir uns nicht mal sehen könnten, was mit ihm los ist oder so, ne? Da haben wir uns dann noch getroffen und da spürte ich dann eben, dass das wirklich nichts mit Alkohol zu tun hatte, sondern dass seine Demenz schon ziemlich fortgeschritten war. Harald Juhnke lebt jetzt in seiner eigenen Welt. Wer das nicht versteht, der sagt, Juhnke sei unheilbar, geisteskrank. Aber das ist doch nur ein gefühlloser medizinischer Begriff. Juhnke, so sagt seine Frau, sei glücklich in der Welt, in der er sich befindet. Für ihn mag das schön sein. Seine Familie wird darunter sicherlich schwer leiden. Juhnke lebt von nun an in einem Pflegeheim und das ihn verehrende Publikum trauert. Es waren erschütternde Nachrichten, mit denen Juhnkes Manager Peter Wolf heute Mittag an die Öffentlichkeit ging. Der große Entertainer, nicht mehr Herr seiner selbst. Harald Juhnke ist unheilbar krank. Sein Geist ist verwirrt. Eine Heilung ist ausgeschlossen. Harald Juhnke wird niemals wieder auf einer Bühne oder vor einer Kamera stehen. Wir hatten natürlich in den anderthalb Jahren ab Mitte 2000, nach dem letzten Absturz von Harald Juhnke in Baden bei Wien, oftmals auch schwindeln müssen zum Schutz von Harald Juhnke und haben die Presse teilweise auch angelogen, haben gesagt, es geht ihm besser, er ist auf dem Weg der Besserung und es wird bald sein Comeback geben. Aber dann war einfach der Tag gekommen, wo es gesagt werden musste. Und das habe ich auf dieser Pressekonferenz gemacht. Und es fiel mir alles andere als leicht. Was ich in den letzten Jahren ganz wunderbar fand, ist, dass wirklich sein Publikum, seine Fans zu ihm gestanden sind und nicht gesagt haben, jetzt wollen wir mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das wird uns jetzt so unheimlich. Nein, man hat mit ihm mitgelitten und mit der Familie. Ich glaube, wenn er vom Himmel zugeguckt hätte, hätte ihm das gefallen. Trauerfeier in der Gedächtniskirche. Was mich sehr bewegt hat oder war, ist ein emotionaler Moment gewesen, wie der Sarg aus der Gedächtniskirche rausgetragen wurde und dann so viele Menschen waren, die dann spontan applaudiert hatten, obwohl er ja schon seit 7 Jahren da schon krank war. Er hatte eine Karriere, eine wunderbare Karriere von weit über 5 Jahrzehnten. Man wird sich an ihn erinnern, weil er ein ganz, ganz großer Schauspieler war. Er war ein Stück meines Lebens, unseres Lebens, ja. Also wenn es jemanden gibt, auf den der Spruch passt, man darf hinfallen, aber muss immer wieder aufstehen, dann ist es Harald Juhnke. Ja, ein großer Mann. Man kann nur den Hut ziehen.